Ja, Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FIFAPlays.de. Und heute, meine Freunde, gibt es wieder eine FC-Reaction auf das Rückspiel Holstein Kiel gegen Köln. Ja, was 1:5 bzw. 5:1 für unseren FC ausgeht. Ja, in erster Linie muss ich sagen, ich bin ja nach dem Kiel-Spiel bisschen ausfallend geworden in der Reaction. Ich muss aber trotz allem, trotz des echt überraschend souveränen Siegs heute, muss ich trotzdem sagen, dass ich in sehr vielen Punkten, gerade was unser Präsidium und Horst Held angeht und dem Kader, wie er denn so zusammengestellt ist, immer noch genauso entgegenblicke. Da hat auch das heutige Spiel nichts dran geändert. Nichtsdestotrotz muss ich heute sagen, war das endlich mal ein Spiel, was auch mich als einen, sagen wir mal, eher skeptischen FC-Fan wirklich auch über 90 Minuten überzeugt hat. Wir haben sehr, sehr oft diese Saison das Problem gehabt, dass wir immer eine Halbzeit scheiße waren, dann die zweite Halbzeit gut oder andersrum. Und das war heute mal endlich ein Spiel, wo 90 Minuten konzentriert gearbeitet und gespielt wurde. Ich war zu 100% zufrieden. Wäre ich auch gewesen, wenn wir 2:1 gewonnen hätten und dann knapp nur in der Liga geblieben wären. Diese Art und Weise ist was, was ich mir immer wünsche. Natürlich weiß ich, das sind alles Menschen, man kann nicht in jedem Spiel so eine Leistung auf den Platz bringen, will ich auch gar nicht sagen. Aber diese Galligkeit und diesen Willen und diesen Willen in dem Zweikampf so, das möchte ich einfach jedes Spiel sehen, und über so einen Kampf müssen wir auch als etwas schwächerer Erstligist auch kommen, in meinen Augen. Ja, genauer zum Spiel. Spiel ging los. Wir konnten direkt nach 3 Minuten jubeln. Kopfballtor von Hector. War auf jeden Fall gut gemacht von Duda. Kurze Körpertäuschung, schöne Flanke. Hector, überragender Kopfball. Also den muss man auch erstmal so nehmen, finde ich. Hat er extrem gut gemacht. Flog schön in die lange Ecke rein. Absolut unhaltbar. Ja, dann kriegen wir quasi im Gegenzug kriegen wir den Ausgleich, wo ich sagen muss, ja, komplett dumm einfach wieder, dass du quasi, natürlich hat es für die Mannschaft gesprochen, dass du direkt ein zweites Tor nachlegen wolltest, was dann später zum Glück passiert ist, aber boah, das war mir schon ein bisschen zu einfach, wie du da ausgekontert wirst und direkt einen Ausgleich schluckst. Da hatte ich schon kurz ein bisschen Angst, dass das vielleicht wieder so ein bisschen zu der Verunsicherung führt, die du im Hinspiel nach dem Gegentor hattest. Hat die Mannschaft aber gut weggesteckt. Für mich muss ich auch sagen, bevor der Ausgleich fällt, das 1:1, Timo Horn super gehalten, aber in meinen Augen, wenn ihr euch die Szene nochmal anguckt, ja, ich weiß, ich hate den Mann sehr oft, wir kommen später auch im Positiven noch zu ihm zu sprechen, geht aber trotzdem das 1:1 in meinen Augen ganz klar auf die Kappe von Sichos, der, ja, obwohl Bono den Kieler Stürmer zuläuft, trotzdem noch mit rauszieht, statt die Mitte abzudecken. Wenn er die Mitte abdeckt, dann kann dieser Pass nicht geschehen, dann fängst du dir wahrscheinlich das Gegentor nicht. Ja, ist halt passiert, egal. Wir kommen danach zurück mit einem guten Kopfballtor von Anderson und noch einem zweiten Kopfballtor von Anderson. Also zwei überragende Hereingaben von Kainz. Deshalb habe ich immer gesagt, der Mann ist absolut wichtig für uns. Jakobs ist zwar auch kein schlechter und in einer guten Form, ein Wolf ist auch kein schlechter, aber ich bin der Meinung, dass wir keinen Spieler bei uns im Kader haben, der so punktgenaue Flanken schlagen kann wie Kainz, und das vor allem auch noch mit beiden Füßen, sowohl links wie rechts. In FIFA würde man sagen 5 Sterne Weak Foot. Also es ist wirklich schon zwei kranke Flanken von Kainz, und Anderson verwertet beide überragend, steht 3:1. Zu dem Zeitpunkt war ich schon sehr überrascht und maximal zufrieden. Ja, und dann haut Sichos mal so einen Sonntagsschuss raus, wo ich euch ehrlich bin, wo ich glaube, von 100 Mal macht den vielleicht einmal so.
Aber gut, ist egal. Wenn es läuft, dann läuft es. Andersrum ist es ja genauso. Wenn du die Scheiße am Schuh hast, dann hast du sie. So nehmen wir das gerne mit. So versenkt er den Ball überragend zum 4-1, das noch vor der Pause. Und ja, damit war dann halt in der Pause klar, Kiel wird jetzt offensiv wechseln. Die werden jetzt einfach nur versuchen, alles nach vorne zu werfen. Was ihnen aber, glaube ich, auch aufgrund Kraftmangels nicht so ganz gelungen ist. Also, die haben jetzt so viele Spiele in den letzten Wochen gehabt durch ihre Quarantäne. Da hat, glaube ich, am Ende wirklich auch die Kraft gefehlt. Aber wir sind tatsächlich auch extrem ruhig geblieben. Also haben eigentlich so gut wie gar nichts zugelassen und haben dann mit Skiri noch den Konter zum 5-1 gesetzt. Ja, normalerweise jammern auf hohem Niveau, könnten wir jetzt sagen, wir müssen das Spiel viel höher gewinnen. Freund von mir hatte geschrieben, ey, es hätte schon 8-1 stehen müssen, was wirklich drin gewesen wäre, aber Freunde, scheißegal, wie ich eben schon gesagt habe, die Leistung, das war die Hauptsache. Und wenn wir am Ende 2-1 gewonnen hätten, Hauptsache, wir wären drin geblieben. Aber es war schön, nach wirklich so einer schwierigen, verkorksten Saison mit sehr, sehr, sehr vielen Fehlern in einigen Bereichen des Vereins, war es verdammt nochmal richtig schön, endlich mal wieder einen hohen Sieg zu sehen. Und ich glaube, das wird in dieser FC-Reaction die erste Reaction, wo ich wirklich nichts zu meckern habe. Also die Jungs haben es überragend gut gemacht. Diesmal auch Herr Funkel alle Entscheidungen richtig getroffen. Fand ich auch extrem gut, dass er direkt in der Halbzeit in Jannes Horn und Bonneau, die beide eine gelbe Karte und noch einen Foul danach hatten, beide runtergenommen hat, da kein Risiko mehr gehen wollte. Weil man weiß es ja nie. Vielleicht kriegst du dann eine gelb-rote Karte in der 50. Minute und Kiel kriegt dann eine zweite Luft, ist dann ein Mann mehr. Muss nicht sein. Hat der Funkel alles gut gemacht. Und ja. Ansonsten kann ich nur sagen, was ich auch in meiner Insta-Story noch gepostet habe. Ich mag an sich Holstein Kiel. Hut ab, dass sie aus einem Viert- oder Drittligist, ich weiß nicht mehr genau, wo die jahrelang gespielt haben, verzeiht es mir, einen sehr starken Zweitligist gemacht haben, der Potenzial hat aufzusteigen, vielleicht irgendwann mal. Ist ja auch wirklich gar nicht böse gemeint. Also wie gesagt, ich mag Kiel. Was mich halt nur sehr, sehr, sehr gestört hat und in meinen Augen war das heute einfach die Gerechtigkeit, wo aber Spieler und Verein an sich nichts für kann, eher die Verantwortlichen und unser toller deutscher Fußballbund. Ja, du hast bei so einem Spiel wie heute, hast du dann Fans im Stadion und natürlich jeder wünscht sich wieder Fans im Stadion. Da brauchen wir nicht drüber reden. Jeder Verein, egal ob es Sandhausen ist, egal ob es Borussia Dortmund ist, Bayern München, Köln, Kiel, egal wer. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, du kannst dich nicht als Kiel-Verantwortliche hinstellen, anderthalb, 2 Wochen vorher sagen, vor den beiden Matchbällen in der zweiten Liga, ja, also wir könnten ja, weil die Inzidenzzahlen bei uns so weit gefallen sind, wieder Fans ins Stadion lassen, aber wir machen es nicht aus Solidarität zu den anderen Mannschaften, weil die haben ja auch keine Fans. Das machst du dann bei diesen zwei Spielen, spielst dann das Relegations-Hinspiel gegen Köln, wo du dann gewinnst 1-0. Und machst dann einen Rückzieher und lässt dann Fans ins Stadion in einem ganz entscheidenden Spiel, wo dein Gegner im Hinspiel keine Fans im Stadion haben durfte. Wollte schon, durfte nicht. Und das finde ich halt sehr, sehr, sehr schwach. Und da muss ich euch ehrlich sagen, das hat für mich nicht mit viel mit Fair Play zu tun. Finde ich auch sehr schwach, dass da niemand seinen Riegel vorgeschoben hat, weder von den Kiel-Verantwortlichen noch irgendwie von der DFL, vom DFB, dass da nichts kam, finde ich sehr, sehr, sehr schwach. Da braucht mir auch keiner sagen, ja, sonst hätten die Fans vorm Stadion gestanden. Digga, am letzten Bundesligaspieltag standen überall Fans vorm Stadion. Ob die Inzidenzzahl da 20 oder 100 ist. Also, das fand ich sehr, sehr schwach. Nichtsdestotrotz wünsche ich Holstein Kiel alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, ihr könnt nächstes Jahr nochmal so eine Saison spielen. Ich hoffe, dass ihr einige Derbys gewinnen werdet. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall auf eine hoffentlich bessere Saison mit Steffen Baumgart. Ich habe schon gesagt, ich werde, um die Sommerpause sozusagen jetzt zu überbrücken, werde ich Reactions auf die Deutschlandspiele hochladen. Und ich werde noch eine ganz genaue
Analyse zu der FC-Saison machen, wahrscheinlich in 2 oder 3 Teilen, was die Kaderplanung angeht, was sonstige Vereinsentscheidungen die Saison angeht, was in meinen Augen alles falsch lief. Da wird es dann auf jeden Fall noch Videos zu geben. Wann genau ich die hochlade, weiß ich schon nicht. Das muss ich mir auf jeden Fall noch überlegen. Wird es aber safe geben, genau wie die Deutschland-Predictions. Und ja, vielleicht werde ich auch nochmal ein Video separat zu Steffen Baumgart machen. Müssen wir mal gucken. Das wird die Sommerzeit und auch die, ja, nicht mehr so krasse FIFA-Zeit auf diesem Kanal überbrückt kriegen, meine Freunde. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet ein schönes Champions League-Finale, auch GG an Chelsea. Und dann würde ich mich wie immer sehr über eine positive Bewertung freuen. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, falls ihr neu seid. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video, was auch immer ich mache, wieder. PS, diesmal habe ich vernünftig geredet. Haut rein, Freunde, ich bin raus und ciao.